Ja, guten Morgen. Ich begrüße Sie und euch im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung recht herzlich zum heute letzten Tag dieser Konferenz. Mein Name ist, wie gesagt, Eva Buchholz und ich leite derzeit das Programm Soziale Rechte der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Genf, einer Stadt, in der viele internationale Organisationen angesiedelt sind, die sich mit dem, was wir hier die Rekonstruktion der Welt nennen, befassen. Vielen Dank zunächst an Medico International für die Ausrichtung dieser spannenden und absolut zeitgemäßen Konferenz. Dies ist nicht die erste Kooperation der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Medico International. Wir waren unter anderem auch schon an der am Freitag bereits angesprochenen Konferenz Beyond Aid beteiligt. Aber diese Konferenz ist uns besonders wichtig, da wir als Rosa-Luxemburg-Stiftung uns seit nunmehr 30 Jahren mit eben dieser Rekonstruktion der Welt auseinandersetzen und die Herausforderungen heute, wie wir an den letzten beiden Tagen bereits gehört haben, enorm sind. Die Vorträge der letzten beiden Tage waren, wie gerade schon gesagt, sehr interessant und mit vielen Beiträgen auf hohem Niveau. Auch die Referentinnen von heute sind sehr vielversprechend. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung unterstützt viele der vorgestellten Ansätze. Gerade deswegen freue ich mich sehr, heute hier zu sein und einige Ideen zum Thema mit Ihnen und euch teilen zu dürfen. Wie alle anderen Rednerinnen spreche auch ich nicht, wie ursprünglich geplant, direkt, sondern aus dem Lockdown in Genf von zu Hause aus zu Ihnen und euch. Wir alle wissen, dass der Zustand der Welt im Jahr 2021 komplex ist. Die Probleme sind zahlreich und gehen weit über die gegenwärtige Pandemie hinaus. Ich möchte anhand von einigen exemplarischen Punkten aufzeigen, was ich als relevant für das Thema der Konferenz, die Rekonstruktion der Welt, halte. Die Liste ist nicht abschließend. Die Punkte sind alle gleichermaßen wichtig und alle miteinander verbunden. Das Beste wäre eine Rekonstruktion, die alle diese Punkte in derselben Weise berücksichtigt. Da die Zeit begrenzt ist, möchte ich direkt zum Thema kommen. Mein erster Punkt sind der Klimaschutz und die globale Kooperation. Die Klimakrise ist ernst. Sie ist gravierend und kann verheerende soziale und wirtschaftliche Auswirkungen für die Menschheit haben. Die Überwindung der Klimakrise ist die Conditio sine qua non für die Rekonstruktion der Welt. An diesem Ort, von dem aus ich gerade spreche, ist die Weltorganisation für Meteorologie angesiedelt, die kontinuierlich neue Daten über die Entwicklung des Klimas herausgibt. Und diese Daten sind alles andere als positiv. Es geht um Klimagerechtigkeit, um einen sozial-ökologischen Systemwandel und um Hilfen zur Anpassung an das veränderte Klima und die Entschädigung von Verlusten. Die Klimakrise, auch das haben wir gestern schon gehört, ist eine Krise des Kapitalismus. Es ist das System als Ganze, um das es geht. Die sogenannte Climate Action, die wir zur Überwindung dieser Krise brauchen, wird ein Maß an globaler Zusammenarbeit erfordern, das wir bis heute noch nicht erlebt haben. Dies ist mit Sicherheit eine unglaubliche Herausforderung. Der zweite Punkt, den ich machen möchte, sind Frieden und Abrüstung. Die Gefahr von Kriegen und globalen Konflikten ist immer noch konkret. Und sie wird durch soziale Schieflagen noch verstärkt. Während der Pandemie haben wir Staaten gesehen, die militärisch sehr mächtig sind, aber nicht in der Lage waren, Krankenhausbetten für die Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, zur Verfügung zu stellen. Für mich liegt es auf der Hand, dass eine neue Abrüstungsinitiative soziale, ökonomische und ökologische Vorteile mit sich bringen würde. Denken wir daran, wie viel öffentliches Geld immer noch für das Militär ausgegeben wird. Denken wir an den ökologischen Fußabdruck des Militärs und auch an die sozialen Auswirkungen von all dem, da dieses Geld nicht für die Menschen ausgegeben wird. In der Zukunft, in einer rekonstruierten Welt, werden wir mehr Feuerwehrleute und Ärztinnen brauchen und weniger, um nicht zu sagen, keine Waffen. Vor dem Hintergrund einer Rekonstruktion der Welt muss es aber auch um die Überwindung der strukturellen gesellschaftlichen Machtverhältnisse gehen, die Kriege erzeugen. Die Ablehnung von Militärinterventionen und Waffenexporten ist ein Ansatzpunkt. Die Durchsetzung grundlegender sozialer und demokratischer Rechte zur Überwindung struktureller Gewaltverhältnisse ist ein anderer. Es geht also um positiven Frieden. Ein weiterer Punkt ist die Überwindung der Ungleichheit.
Noch nie war der Reichtum auf der Welt so groß wie heute und selten war er so ungleich verteilt. Der jüngste Oxfam-Bericht zeigt auf, wie unterschiedlich sich die derzeitige Pandemie auf die Menschen auswirkt. Während die 1000 reichsten Menschen ihre Verluste in der Corona-Krise in nur 9 Monaten wettmachen konnten, könnte es mehr als ein Jahrzehnt dauern, bis sich die Ärmsten von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie erholt haben. 87% der von Oxfam befragten rund 300 Ökonomen erwarten als Folge der Pandemie in ihrem Land eine Zunahme oder einen starken Anstieg der Einkommensungleichheit. Bereits vor der Pandemie prognostizierten die Vereinten Nationen, dass im Jahr 2020 weltweit fast 168 Millionen Menschen humanitäre Hilfe und Schutz benötigen werden, was etwa einem von 45 Menschen entspricht und die höchste Zahl seit Jahrzehnten darstellt. Untersuchungen aus Großbritannien zeigen, dass die Todesrate von an Covid-19 erkrankten Menschen in einkommensschwachen Gegenden doppelt so hoch ist wie in wohlhabenden. Ähnliche Ergebnisse werden auch aus anderen europäischen Ländern gemeldet. Lasst uns nun über Globalisierung sprechen. Dies ist mein 4. Punkt. Was wir als einen Weg der Rekonstruktion sehen, ist die Globalisierung der Rechte, die Globalisierung der guten Praktiken und die Globalisierung der guten Ideen. Was in dieser Welt keinen Platz mehr haben darf, ist die Ausbeutung von Mensch und Natur. Der globalisierende Kapitalismus führt zu wirtschaftlichen, politischen, sozialen und ökologischen Verwerfungen. Im Ergebnis leben viele Menschen in diesem System unter katastrophalen Lebensbedingungen. Die Globalisierung von Rechten hingegen bedeutet, den sich globalisierenden Kapitalismus als multiples Herrschaftsverhältnis zu verstehen und zu verändern. Dabei geht es auch um die Kontrolle, Regulierung und letztlich Sozialisierung von transnationalen Konzernen. Ein Thema, das hier in der Schweiz im letzten Jahr eine große Rolle gespielt hat. Wie die Globalisierung der Rechte genau aussehen wird, wird davon abhängen, wie sie organisiert wird. Sicherlich geht es um solidarische Wirtschaftsbeziehungen und um globale Gerechtigkeit. Und dazu haben wir einige gute Ideen. Diese miteinander auszutauschen, auch dafür ist diese Konferenz da. Mein 5. Punkt ist die Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit. Angesichts wachsender globaler Ungleichheiten von Klimakrisen und Kriegen ist das Recht auf globale Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit ein weiteres strategisches Handlungsfeld einer Rekonstruktion der Welt. Julian, magst du mir helfen? Mir Tech Oma? Die Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit beinhaltet das Recht auf freie Bewegung und freie Wohnsitznahme innerhalb des Staatsgebiets. Sie umfasst auch das Recht, das eigene Land zu verlassen und in das eigene Land zurückzukehren. Die Bewegungen und Netzwerke für eine solidarische Stadt erkennen das Recht auf globale Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit für alle faktisch an und versuchen, globale soziale Rechte im lokalen politischen Raum umzusetzen. In Europa zeigt sich an den solidarischen Städten, wie stadtpolitische Bündnisse im Kampf gegen den europaweiten Rechtsruck und die Verschärfung der europäischen Grenz- und Migrationspolitik an Bedeutung gewinnen. Mein 6. Punkt sind die Geschlechterverhältnisse. Die Durchsetzung der Rechte von Frauen muss ein wichtiger Teil der Rekonstruktion sein, wenn wir den Lauf der Dinge ändern wollen. Dafür muss es Frauen tatsächlich und nicht nur formal ermöglicht werden, sich an partizipativen, demokratischen Prozessen gleichberechtigt zu beteiligen und Entscheidungspositionen und Arbeitsplätze im sozial-ökologischen Umbau von Industrie und Infrastruktur mitzugestalten. Dazu gehört aber auch, dass die soziale und ökonomische Absicherung von Frauen sowie die Umverteilung der noch immer größtenteils von Frauen erledigten Sorgetätigkeiten für Angehörige und Gemeinschaften. Rita Segato hat gestern anschaulich dargestellt, der Feminismus ist zurück. Weltweit gewinnen feministische Bewegungen an Stärke. Women's Marches, Frauenstreiks, MeToo, internationale 8. März-Aktion und viele mehr. Feministischer Protest bildet aktuell die eindrücklichste transnationale Bewegung, die einen sichtbaren Gegenpol zu Autoritarismus und Rechtsradikalismus markiert. Sie ist sozial heterogen, plural und thematisch vielfältig.
Als solche hat sie das Potenzial, hierarchische Geschlechterverhältnisse in allen politischen, rechtlichen, ideologischen und kulturellen Bereichen, die die soziale und wirtschaftliche Abwertung von Frauen unterstützen, zu überwinden. Globale Solidarität mehr denn je. Dies ist mein letzter Punkt. Wie schon vom Klimawandel sind auch von der gegenwärtigen Pandemie in erster Linie People of Color betroffen. In Brasilien ist die Gefahr, an Covid-19 zu sterben, für People of Color 40% höher als für weiße Menschen. In den USA würden fast 22.000 schwarze Menschen und Menschen mit lateinamerikanischem Migrationshintergrund noch leben, wäre die Gefahr, an Covid-19 zu sterben, für sie genauso hoch wie für weiße Menschen. Das ist eine Gegenwart, aber es ist nicht die Zukunft, die wir uns vorstellen. Die Vorteile der Rekonstruktion müssen allen zugutekommen, insbesondere den Menschen, die von Diskriminierung und Marginalisierung betroffen sind. Globale Solidarität bedeutet in diesem Zusammenhang, über das zuvor bereits genannte hinausgehend, antirassistische Bewegungen wie Black Lives Matter auch in Europa zu unterstützen. Es heißt, in Bezug auf die Bekämpfung des Hungers in der Welt nicht auf Hilfe, sondern auf Konzepte wie das der Ernährungssouveränität zu setzen. In Bezug auf das Thema Gesundheit heißt es, den öffentlichen Gesundheitssektor weltweit zu stärken, vor allem aber im globalen Süden, und die dafür notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. In Bezug auf Covid-19 heißt dies auch, dass der Patentschutz für die Impfstoffe aufgehoben werden muss. Globale Solidarität heißt, sich hier in Genf bei den Vereinten Nationen für die Anliegen unserer Partner aus dem globalen Süden einzusetzen oder, noch besser, ihnen die Möglichkeit zu geben, dies selbst zu tun. Die Idee der globalen Solidarität erfährt eine Konkretisierung durch das Konzept der globalen sozialen Rechte. Ausgangspunkt ist die Ausweitung der Diskurse um politische Freiheits- und Persönlichkeitsrechte auf wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte als integrale Bestandteile der Menschenrechte. Die Kämpfe um globale soziale Rechte haben ein großes strategisches Potenzial. Sie können lokale und nationalstaatliche Kämpfe mit globalen Prozessen verbinden. Und sie können zur Transnationalisierung sozialer Bewegungen beitragen. Um die Klimakrise zu lösen, unsere Wirtschaft umzugestalten, die Corona-Pandemie zu bekämpfen und eine bessere Zukunft zu bauen, müssen wir in all unserer Diversität den Internationalismus wiederentdecken und von Grund auf erneuern. Auch das heißt Rekonstruktion. Und zwar als intellektuellen Rahmen, um das kapitalistische Weltsystem zu verstehen und als politische Strategie, um es zu transformieren. Angesichts der sich immer weiter zuspitzenden gesellschaftlichen Krisen und der zunehmenden Bedrohung von rechts ist es nicht immer leicht, weiter an die Kraft globaler Solidarität, Kooperation und Achtsamkeit zu hoffen. Aber haben wir eine Alternative? Nehmen Sie diese Punkte meiner einleitenden Bemerkungen als Anregung und nicht als erschöpfende Liste. Ich weiß, dass es noch viele weitere Themen gibt, die einbezogen werden könnten und müssten. Aber ich habe nicht die Zeit, um hier und jetzt darüber zu sprechen. Die kommenden Referentinnen werden dies viel mehr im Detail tun können. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass dieser letzte Konferenztag nicht der Abschluss, sondern der Auftakt zu weiteren Diskussionen ist. Wir betrachten die Debatte als einen wichtigen Aspekt der Rekonstruktion. Und die Rosa-Luxemburg-Stiftung wird sich daran auch weiterhin gerne beteiligen. Aber jetzt freue ich mich erst einmal auf die noch folgenden Beiträge und Diskussionen und auf weitere Anregungen in Bezug auf die so notwendige Rekonstruktion der Welt. Und dazu übergebe ich jetzt an Anselm Franke. Vielen Dank.